Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Stream von Mutant Year Zero. Habe ich ja beim letzten Mal irgendwie falsch benannt. Ich habe jetzt dieses Mal das Spiel noch etwas leiser gestellt. Es kann sein, dass das Spiel zu leise wird. Ich muss mal ganz kurz nochmal in die Twitch-App springen. Wieder zurück. Einfach, weil ich gemerkt habe, beim letzten Mal war es zu laut. Das Spiel war zu laut. So, dann wollen wir starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Mutant Year Zero. Und zwar heiße ich einmal hier den Stream willkommen und ich heiße alle Menschen bei YouTube willkommen, die sich das hier angucken. Hallo und willkommen zur vierten Folge. Dann für euch, für den Stream natürlich nicht. Hier geht es halt nahtlos weiter, aber ich werde halt das auch wieder so handhaben wie beim letzten Mal. Wie ein Live-Let's Play. Ich werde nach einer halben Stunde, werde ich sagen, so, Folge zu Ende. Also nicht abschalten dann nach einer halben Stunde, geht noch weiter. Für uns auf jeden Fall. Und ja. So. Unsere Mission ist immer noch, Hanna? Hanno? Hanno heißt er, glaube ich, zu finden. Das müsste auf der Karte zu sehen sein. Was ist denn die Karte? Da ist die Karte. So, unsere Mission ist hier hinten. Stufe 20. Wir sind noch lange nicht Stufe 20. Entschuldigung. Und da müssen wir. Was müssen wir da? Auf jeden Fall. Hammond. Hammond, so heißt er. Hammond finden. Und in der letzten Folge hat sich jetzt hier ein weiterer Charakter zu uns gesellt. Und zwar die. Die Selma. Ist auch eine Mutantin, wie man sieht. Die hat hier so zwei Hörnchen. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie die so drauf ist. Ich habe ja meine Ente und mein Schweinchen. Das sind ja hier richtig fiese Halunken. Also. Gut drauf, sag ich mal. Gut. Dann starten wir jetzt einfach mal durch. Und suchen uns hier weiter den Weg, beziehungsweise sammeln halt nebenbei auch immer fleißig Schrott auf. Hier ist eine Notiz. Evakuierungsrichtlinien. Evakuierungsroute D-1 Höger. Bitte nehmen Sie nur das Nötigste mit. Nicht lebensnotwendige Objekte werden nicht auf die Fähren verladen. Warme, wasserfeste Kleidung, verzehrfertige Dosen oder Trockenprodukte, Werkzeug. Oh, was fliegt denn da lang? Werkzeug, Medikamente, Entsorgungsbedarf, Erstversorgungsbedarf. Keine Haustiere oder persönlichen Gegenstände, die nicht in einen Schuhkarton passen. Start, Gothenburg Zentrum. Götzalver über Schweden, Bosnia umsteigen in Potsdam. Ist so, ja, Schweden halt, ne? So, oder Dänen. Göteborg, ich glaube, Göteborg, ich weiß gar nicht mehr. Göteborg, ich glaube Dänemark. Göteborg? Nee. Ach, scheiß drauf, ich weiß es nicht. We have here my grade A stalker, what? You see this hidden path through the forest? Ja, jetzt sehe ich's. Ich sehe aber auch, dass wir dort hinten eine Leiter hochklettern können. Und da möchte ich erstmal hoch. Ich möchte ja mal angucken, was hier so los ist. Vielleicht finde ich hier oben noch was Schönes. Wer weiß. Es sieht voll fies aus, ne? Oh, hier ist Stalker. Zombies meine ich. Ghule. I don't think we want Rodhead over there to call his buddies. Let's stay hidden. Ah, bleiben wir mal versteckt. Hey, you on the truck! Ugly face! You see anything out there? No, there's nothing out there. It's the zone! Oh, fick! And stop calling me ugly face! Look at your face! I can't look at my face, it's my face! Now put your eyes out there and look for intruders! Okay, hier scheint ein richtiges Lager von denen zu sein. Nicht so cool. Schleichen uns mal hier lang. Beziehungsweise, ich muss mal angucken. Oh ja, Stufe 10. Okay, hier gehe ich nicht lang. Stufe 10. Wir sind gerade mal Stufe 6, also 4 Level über uns. Nein. Gehen wir doch lieber wieder zurück. Ist wahrscheinlich die bessere Lösung. Dann ganz einfach.
da diesen versteckten Waldpfad lang zu gehen. Hier können wir wieder das Licht anmachen. Wenn es jemand weiß, wie ich hier Leitern runtergehe, bitte sagt's mir. So. Gehen wir mal hier weiter. Das sieht doch hier Knochen und sowas nicht gut aus. Da hinten blinkt es. Das ist aber sonst nichts weiter. Oh, defekte Waffe. Läuft. Ah, ein Vogel. Ich habe ein bisschen Muffe. Oh, ich habe was gehört. Ich habe ein bisschen Muffe. One hell of a flea market with this junk. Look at these weird machines. Where do you think they come from? Ist das so ein Hund hier? Oh. Er bekommt einen Hinterhalt. Und zwar schießen wir mal. Läuft. Da jetzt zum Glück drei Leute, die da mal ein bisschen rumballern können, außer Reichweite, das ist egal, wenn dann eine andere. Auch außer Reichweite, okay. Dann müssen wir uns mal ein wenig bewegen. Und zwar... Da gibt es keine Feuerlinie. Kacke. Ich auch nicht, ne? Doch, hier habe ich eine Feuerlinie, dann gehen wir auch dahin. Ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Step. Okay, das war jetzt nicht so schön. Mit ihr probieren wir es mal einfach mal so. Ich hätte irgendwie einen Zielfernrohr drauf. Jawoll! Läuft! Gegner ist am Zug. Noch ein Hund. Aber ich denke mal, da wird da nicht viel reißen. Ich mache ein bisschen wenig Schaden, glaube ich. Oder, zumindest habe ich das Gefühl, ich würde ein bisschen wenig Schaden machen. Nachher wird Zeit für ein paar neue Waffen. Glaube ich. Wenn wir nur alle da drauf ballern. So. Du nimmst die Pistole. Und triffst. Jawoll. Läuft, 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 läuft. Schön. Und Level Up. Super. Level Up. Dann gehen wir gleich mal in die Mutationen und gucken uns mal an, was wir hier machen können. Super Sehnen habe ich im Bildapostel. Wie viele Punkte hat sie denn? Zwei. Wer verhöht die Wurfreichweite? Preiseffekt macht Gegner eine Runde lang bewegungsunfähig. Große Mutation. Jetzt wollt zieht die Aufmerksamkeit. Das möchte ich eigentlich nicht. Also, dass ich hier tankt wird, möchte ich nicht so wirklich. Aber ich nehme halt den Umweltapostel. Würde mich auch mal interessieren, ob die sich später so richtig geil verwandeln noch. Oder ob das alles so bleibt, wie es ist. Wir bleiben bei meiner Ente. Beziehungsweise, wir gehen mit meinem Schweinchen voraus. Schweinchen ist ja dann, hey, so einmal sammeln, bitte. Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. I mean, small, small. That is just the weirdest. Mit meinem Schweinchen, weil mit dem werde ich dann mal so ein bisschen zum Tank ausbauen und dann mir entsprechend helfen kann. Wo ist denn jetzt hier mit der Altner? Ja, wird schon daherkommen, hoffe ich. Oder? Break up. Hey, follow me. Irgendwie hängt die da fest. Kacke. Okay, die kommt hier wirklich scheinbar nicht raus. So. Muss ich sie ein bisschen rauslotsen. Ärgerlich, aber naja, willst du machen. Hier noch mehr Schrott. Wunderbar. Wir sind jetzt Level 7. Vielleicht schaffe ich es ja noch hier so ein paar Level hochzukriegen, damit ich dort oben lang gehen kann. Obwohl das ja auch nicht viel daran ändert, an der Tatsache, dass ich halt meiner Meinung nach Waffen habe, die zu wenig Schaden machen. Naja, mal gucken. Ich bin so. Defektes Elektrogerät. Wird gleich mitgenommen.
Nun nicht der Schrottflug mitgenommen. Und die Truhe mal öffnen. Mal schauen, was da Schönes drin ist. Oh, ein Zylinder. Aristohut. 20% kritische Trefferchance von erhöhter Position aus. Ja, läuft doch. Super geil. Gleich mal. Er hat was auf dem Kopf. Sie nicht. Hm, weiß nicht. Würde ich ihr, glaube ich, eher geben, weil das Schweinchen ist. Warum dieser Hut dann halt eben entsprechend so die Attribute verändert, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir wissen ja alle, wie das so ist bei RPGs. Die lustigsten Sachen haben die besten Verbesserungen oder sowas. Und ich bin ja jetzt, glaube ich, mit der Frau auch nicht so oft in erhöhter Position unterwegs. Oder zumindest in letzter Zeit. Okay, das ist eine Leiche. Beziehungsweise, der Typ lebt doch, oder nicht? Er hängt ja hier rum, wie eingefroren. Krass. Ja. Übrigens, wann streamt Gronkh eigentlich mal nicht? das ist nämlich echt schwer, irgendwie Zeitpunkte zu treffen für kleinere. So, da ist Hammonds Hütte, da ist Fragezeichen. So, wenn ich da hinten lang möchte, habe ich ja gesehen, ist schon so ein bisschen kacke. Dort ist rot, ist ein Gegner. Da ist Hammonds Hütte, liegt hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas übersehen? Also abgesehen davon, dass ich hier noch gar nicht so richtig rumgeguckt habe. Mal weiter gucken. Hier ist nichts. Hier geht es auf jeden Fall weiter lang. Ich glaube auch, ich werde diesen Weg nehmen. Ich gucke erstmal an. Dann kann ich hier noch in das Haus rein. Ich glaube, ich werde erstmal den anderen Weg nehmen. Einfach weil... guck mal auf die Zonenkarte. Wenn ich da jetzt lang gehe. Ohne Forscher Schauplatz, ja. Hier lang ist irgendwie so, die Richtung ist Level 10 und das ist echt krass für dich. Von daher, gehen wir mal rechts lang, gucken wir uns mal rechts um, gucken, was es da Schönes gibt. Vielleicht gibt es dort neue Waffen, neue Ausrüstung, die wir uns genehmigen können. Ich glaube, hier hinten war nichts weiter. Trotzdem nochmal. Nö. Hier ist nichts weiter. Gehen wir doch einfach mal weiter, also ins nächste Gebiet. Und reisen. Einmal kurz. So. Zu diesem Hubschrauber-Landeplatz da oder zum, weiß nicht, Abschottstelle. Zur Abschottstelle. Gut. Nee, Abschottstelle ist ja mein Hauptquest. Das ist ja da oben. Das ist ja irgendwie falsch gewesen. Irgendwie muss man die Ladezeit überbrücken, ne? So. Schon im neuen Gebiet. Der gefallene Engel. Okay. So, hier bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Hier will ich erstmal gucken, wie hoch die Monster auch sind. Ghule, die Zombiehunde und. Ja, mal gespannt. Okay, ich mach die Lampe wieder an. Sehe ich mehr. Und wenn, dann ist ja mein. Und sie hat mir über diese alte Maschine, die sie in der Zone gesehen hat, nicht zu weit von hier. Sie sagte, es sah, als hätte es vom Himmel gefallen. Crashed into the ground and it spread more than enough scrap around for us. Okay. Das heißt, für uns würde das gleiche bedeuten, wenn wir hier nicht aufgefressen werden. Level 5, das geht. Ich werde auch gleich mal loslegen. 50%. Ja. Don't. Läuft. Sehr gut. We just walked into the wrong goddamn crash site. Ghouls. Oh, wo ist denn da hinten? Da leuchtet's. Aber das jetzt. So, Hinterhalt wieder. Schaffen wir uns den. Schnappen wir uns gleich den nächsten, oder sieht ein bisschen. Okay, nur Negergul. Zweiter. Kriegt auch gleich eine. Läuft. Und die anderen, ich denke mal, da muss ich nicht mal großartig was machen. Alles klar. That was awesome. Und Level up, aber keine weiteren Punkte. Von daher
Vielleicht ist, glaube ich, was anderes kann ich hier sowieso nicht machen. Außer mit den Mutationen irgendwie arbeiten. 2 Punkte. 3 Punkte. Für die Flügel brauche ich schon 7, von daher können wir das auch erstmal ignorieren. Aber hier leuchtet es lila. Hipster-Obsttester. Toll. Es spielt sogar noch. Ein Energieziegel mit dem Bild einer Frucht auf der einen und einem ständigen blinkenden Batteriesymbol auf der anderen Seite wurde für die Bestimmung des Reifegrades von Früchten verwendet. Laut der Chronistin hatte dieses Gerät eine Sekundärfunktion für das Abspielen von Musik mittels Hörmuscheln. Okay. Nah dran, würde ich sagen, mit der Erklärung, aber nicht so wirklich getroffen. Na, ist die Absturzstelle. So, die Gula haben wir erledigt. Was ich jetzt noch machen möchte, ist... da hinten leuchtet es rot. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas sagt, wenn das da auf der Minimap da rot ist. Hier scheinbar nicht. Vielleicht zeigt es mir auch irgendwas anderes an. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich erkunde weiter erstmal die Gegend, sammle weiter Schrott. Gucken wir das alles mal so ein bisschen an hier. Ich glaube, hier geht es dann schon ins nächste Gebiet, wa? Defekte Waffe. Sonst nichts weiter. Ist nur von der Erhöhung aus, könnte man dann theoretisch hier was machen. Graue Eminenz. Ich glaube, hier macht sich eine Granate ganz gut. Sind echt viele. Macht sich eine Granate sogar sehr gut. Alles schon mal verletzt. So. Musst du dich verstecken? Dann schießen. Wie gesagt, grafisch gefällt das wirklich sehr, sehr gut. That was amazing. Daraus habe ich auch perfekt. Ich glaube, er hat sogar noch eine Splittergranate. Auch reinwerfen könnte. Okay, nee, das war eine Rauchgranate. Toll. Mal so mega verschwindet. Oh. Häuptling Husse, Alter. Ach, Gott sei Dank. Vorhin hat er 14 Lebenspunkte. Oh, da ist noch einer. Ein Roboter. Okay, jetzt weiß ich, wer hier die Nerven ist. Nein! Oh, da hinten ist noch einer. Oh. Das war blöd. Ich glaube, hier gehe ich drauf. Das ist einfach nicht schön. Hilft ja nix. Ich sollte mich erstmal rausbewegen. Ich weiß, ich sollte, glaube ich, eher den Medibot angreifen. Aber die beiden hier gehen mir hart auf den Sack. Könnte ich töten. Ah! Verdammt, ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen, wie viel Radius ich da habe.
Oh. Dax ist hin. Oh, doch nicht. Du hat doch von ihm auch anders. Juro. Und legt er sich auch noch um mich zu der Schlechter? Ja, war klar. Hauptsache, er darf auch gleich wieder loslegen, der Penner. Nicht cool. Verdammt. Oh, immerhin. Nicht schön. Weil ich kann ja auch nichts machen. Ich kann ja wirklich nicht viel machen. Zum Glück daneben. Aber, ja, scheiße. Ich hoffe, der hat Autosave gemacht und ich kann den Kampf nochmal starten. Ah. Aber blöd. Stay in the Ark. The fires are warm and you are. Ja. So kann das halt auch mal laufen. Schade. Aber, naja, willst du machen. Passiert halt mal, glaube ich. Deswegen, also ich finde, diese Spiele sind halt auch verdammt schwer. Bin aber auch scheiße. Ich wusste ja, hab ja nicht geahnt, dass da tatsächlich so viele sind. Und ich werde auch wieder mit Dax vorlaufen. So, oh, das haben wir uns, haben wir ja schon alles gesehen. Oder beziehungsweise ich werde von der anderen Seite mal kommen. Sammeln, meine Freunde, sammeln. Um vielleicht den Medbot gleich als erstes ausschalten zu können. Ich gehe erstmal hier komplett rum. Mal schön den Rand absuchen, ne? Du kennst ja aus jedem Spiel. Hab ich bei Diablo auch immer gemacht. Immer erst die Ränder besucht. Gut, hier geht's. Nein! Oh. Wollte ich doch gar nicht. Reicht also auch schon, wenn du einfach so reinläufst. Klasse. Ja. Wunderbar. Würfel mal ein bisschen schneller da. Mal ein bisschen. Lade mal ein wenig schneller, bitte. Damit ich halt auch gleich wieder zurückgehen kann. Entschuldigung. Ja, gut. Es reicht halt auch, wenn du reingehst, musst du nicht A drücken oder so. Solche Sperrenzchen. Ja, blöd halt. Vielleicht gehe ich auch gleich erst nochmal zur Arche. Und gehe dann danach wieder zu der Absturzstelle. Mal gucken. So. Hier lang. Ah. Gibt noch was? Werkzeug, Schrott. Schrott ist immer gut. Wie gesagt, ich hoffe, den Medbot von der Seite direkt erwischen zu können, damit er da vielleicht die anderen auch nicht warnen kann. Muss ich halt die anderen mal so erwische. Schlechter. Ach ja, genau. Nein! Verdammt! Sind wir gleich alle wieder am Start hier. So eine Kacke. Hätte ich mit Dax getroffen, dann hätte ich den ja lautlos erledigen können. So natürlich nicht. Hier hin. Ah. Das reicht. Ne, den Roboter auch nicht. Schade.
Dann setzen wir hier auf Reaktionsschuss. Entschuldigung. Na, verdammt. Schade, das ist natürlich optimal gewesen. So. Jetzt könnte man... Da kriege ich auf jeden Fall den Marodeur weg. 2 vom Headbot. Hier würde ich dann... Die beiden sind die größere Bedrohung, gerade der Pyro, wenn der erstmal hier eine Granate reinschmeißt, ist ein bisschen vorbei. Nachher. Oh, Deckung kann man damit auch gleich wegballern. Zu wissen. Du musst auch erstmal in Deckung gehen. Dahin. Wechseln mal die Waffe. Ja, wie gesagt, der Pyro. Er ist ein bisschen schlimmer. Finde ich. Und. Jawohl. Immerhin ist der schon mal weg und jawohl, wunderbar. Umso besser, wenn der ein bisschen Schaden anrichtet, super. Kommt der Häuptling. Er beobachtet. Er geht in Deckung. Der Medbot läuft bestimmt einfach durch, ja. Klar, der Medbot, den muss ich glaube ich als nächstes mal anvisieren. Der mir sonst echt hartnäckig auf den Sack gehen wird. So. Wunderbar. Okay, wenn ich jetzt die Waffe wechsle. Schaden 5, Crit 7, Schaden. Gut, hier muss ich nachladen. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden bei ihm. So. Wenn sie treffen würde, meine Fresse. Kann ich wahr sein. Hat er gerade geschrieben, eine Frau? Ja. A female. Thanks. Und die beiden brennen, ist schon mal nicht schlecht. Ich muss den Medbot wegkriegen. Und vorher muss ich mich ein bisschen wegbewegen. Und zwar dorthin. Dann sollte ich noch schießen können. Oh. It's getting fun. Wunderbar. Schweinchen, bei dem weiß ich schon, was ich da mache. So, wechsle ich die Waffe. Mach Run. Und Shoot. Kann ich theoretisch noch mal schießen und den Medbot erledigen. Jawohl. Du musst auch weg unbedingt. Ich würde gerne auch mit dir schießen, aber scheinbar nicht möglich. Dann laufen wir einfach davon. So, dahin. Bisschen zu heikel, wenn die da hinten oben steht. Ach so, alles klar. Ich habe einen Erfolg gekriegt dafür. Gut, alles klar. Nachladen. Ich hoffe, ich kann den. Ja. So. Auch gleich. Erledigt. Wunderbar. So. Jetzt haben wir nur noch Captain Husse da. Hauptmann Husse oder wie auch immer der heißt.
Häuptling Husse. So. Er ist halt wirklich Husse. Hinterm Steinchen, oder? Boah, das ist ja gar nichts. Verdammt. Molotow. Denn zumindest mal ein wenig zu schaden. Muss nachladen. Dann kann man auch so bewegen. Der hat gesessen. Aber dass ich noch ein Medipack habe. So. Wie dieser Kampf ausgeht. erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die vierte Folge gut gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein und denkt dran, immer schön abonnieren, liken, teilen und sowas und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!